ist schon ein besonderer Titel. Es freut mich natürlich sehr. Ich habe heute alles gegeben. Die Beine waren zwar nicht perfekt heute, aber für das hat es gereicht. Also ich bin schon ziemlich aufgeregt, weil natürlich ich habe die Chance, dass ich den gesamten King of the Lake gewinne, und das ist natürlich eine super Möglichkeit. Also die U23-Wertung habe ich auf jeden Fall mal gewonnen, also auf das bin ich sehr stolz, und vielleicht reicht ja die Zeit auch aus für den Gesamtsieg. Ich habe es nicht einschätzen können, wie schnell ich bin. Ich bin einfach nur gefahren, was gegangen ist, und die Bedingungen waren super, und die Zeit ist ziemlich schnell vergangen. Also ich habe gar nicht realisiert, dass es dann so schnell vorbei war. Ich habe auf meinem Garmin überhaupt keine Uhrzeit gehabt oder irgendwas. Ich bin einfach nur gefahren, nach Gefühl, so schnell wie es gegangen ist, und ich habe im Ziel nicht gewusst, wo ich circa stehe, und ich bin sehr überrascht, dass es so gegangen ist. It feels incredible, to be honest. When I was sitting in the hot seat, I was always thinking like, okay, there must be somebody coming who is faster than me. And it's really hard to believe. Even after the race finished, I was like, really? Did this really happen? And I knew I could do this, but it is another thing to actually experience it, and I'm really happy with this result. Die Power ist da, die Position ist pures Glück gewesen, habe ich wenig zusammengebaut. Ja, und das ist natürlich der erste Platz, also schaut mega geil. Also zeigt, wie die Form ist.